Hey, yo, Freunde, Telox hier und damit herzlich willkommen zum allerersten Pokémon Ultra Sonne Ultra Mond Wi-Fi Battle, Freunde. Und ja, wir spielen heute gegen unseren YouTube-Kollege-Zuschauer Luis Gea, der auch ein richtig cooles Team mitbringt. Und ich habe ihn gebeten, Mixteams mitzubringen, also Mixteam mitzubringen, das heißt kein bestimmtes Tier, denn wir spielen heute, wie gesagt, Mix. Und heute dreht sich unser Team um die Disco-Kugel, Freunde. Ich glaube, Koplosio. Ich glaube, auf Deutsch heißt es Koplosio. Und ja, Freunde, ich bin aufgeregt, mein allererster Ultrasonne-Ultramond-Zuschauerkampf. Und wenn ihr gegen mich kämpfen wollt in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen, folgt mir dazu auf Twitter oder auf Discord. Ich werde bei beiden Plattformen nach Kämpfen fragen. Beides findet ihr unten in der Videobeschreibung, beides ist kostenlos. Ja, folgt mir auf jeden Fall da, dann verpasst ihr auch keine Anfrage mehr. So, Freunde, zum Team komme ich im Kampf. Zuallererst ein riesen Dankeschön an LRJ, an LRJ, der mir das Team hier gegent hat. Denn Freunde, ich habe erst seit kurzem Pokémon Ultrasonne und ich bin jetzt erst bei der Kampf... bei der Trainerschule, genau. Ich bin jetzt erst bei der Trainerschule, das heißt, wenn man bei der Trainerschule ist, kann man ja auch erst kämpfen. Deswegen, ich muss die Story erst durchspielen für die neue Musik, für die neuen Outfits. Deswegen wundert euch nicht, wenn da irgendwas anderes kommt, beziehungsweise noch nicht so coole Sachen, so Outfit und so. Ich muss mich jetzt hier beeilen, Freunde. So, soll ich mit Necros mal legen? Necros ist mir physisch defensiv mit Tarnsteine. Speziell defensives, wie heißt das? Hitmon Top heißt das, glaube ich, auf Englisch. So, ich lede hier mit Necros mal, Freunde. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich möchte euch heute natürlich einen coolen Kampf liefern. Und schaut euch mein Outfit an, Freunde. Ja, leider noch keine Pose und leider nicht das coolste Outfit, aber, ich gebe mir Mühe, das Spiel schnell durchzuspielen und euch dann einfach coole Outfits zu zeigen, eine neue Pose zu zeigen, neue Pokémon zu zeigen. Denn, ja, wie gesagt, ich bin erst bei der Trainerschule. Das heißt, Luke hat mir das Team getauscht. Was wäre ich nur ohne Luca von der... So. Ah, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Luis redet hier mit seiner Disco-Kugel, ja. Beziehungsweise Akainu. Und bei mir heißt die Disco-Kugel. Ich finde dieses Pokémon richtig cool, Freunde. Aber wir sind natürlich physisch defensiv mit Necrozma. Und das Ding kann Shadow Balls. Deswegen würde ich sagen, wir gehen in den Fidget Spinner. Ja, es heißt Fidget. Ist speziell defensiv mit Überreste, Freunde. Und... Aber damit können wir halt nicht viel... Ah, das ist... Wisst ihr, direkt am Anfang der Lead entscheidet halt schon viel, ja. Was machen wir jetzt? Oder predikten wir einfach den Spukball und gehen in unser Grabbelt. Oh, Freunde, da spielen wir das Walmart drauf. Predikten wir den Spukball. Ich habe Angst. Aber ja, wir predikten. Ah, ich weiß nicht. Freunde. Predikten bitte. Luis, bleib safe und geh auf Spukball. Jetzt kommt's, Freunde. Jetzt kommt's. Das ging in die Hose. Das ging in die Hose. Luis bleibt in der ersten Runde nicht safe. Komisch. Ja, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt, Freunde? Wenn das Ding Scarf ist, kann es halt nur auf Feuersturm gehen. Ich predikte halt mal, dass er, wenn er damit leadet, eigentlich schon safe Scarf sein sollte. Eigentlich können wir hier in... Ja, wir können hier in Grandira. Das läuft nicht so gut in der ersten Runde. So, wir können in Grandiras gehen, wir resisten den Feuersturm und können dann vielleicht auf den Drachentanz gehen. Oder wir können in Tohaido gehen, Freunde, denn das ist ein speziell offensives Tohaido mit Temposchub, ja. Ein speziell offensives Tohaido, hat wahrscheinlich der eine oder andere noch nie gesehen. Ich will es einfach mal ausprobieren. Ist so das Lieblingsset von LRJ. So, ich gehe jetzt in Grandiras. Er predikte, dass ich hier rauswechsle. Oder prediktet Scarf Grabbit und geht in Andy. Oh, bitte. Er geht in... Das ist nicht gut, ne, oder? Das Pokémon ist gut, Freunde. Das Pokémon ist physisch, defensiv ist defensiv ganz gut. Aber er weiß halt nicht, ob wir speziell oder physisch sind. Ah, Luis hat uns hier in der Hand. Wir können natürlich auf den Gift-Tip gehen. Und gucken, Gift-Tip ist sehr effektiv. Aber ich glaube nicht, dass es über die Hälfte macht. Ne, Freunde, ich glaube nicht, dass es über die Hälfte macht. Oder sollen wir straight auf den... Wisst ihr was? Wir gehen hier straight auf den Drachentanz. Einfach, er ruft zurück, das ist perfekt. Und jetzt kommt es drauf an. Jetzt ruft der Nico Robin rein. Was ist das für ein Pokémon? Freunde, wir haben den Gift-Hieb und sind auf plus 1. Oh. Hätten wir jetzt den Live-Orb noch, ne? Ich hab Luca extra gesagt, hey, lass ohne Live-Orb, weil wir den Live-Orb schon auf Tohaido haben. Hier tragen wir leider nur die Punosphäre. Sollen wir drin bleiben und Grandiras wegschmeißen?
Gut, in Schallwelle haben wir sowieso keinen Switch-In. Das heißt, wir bleiben drin, Freunde, plus 1. Giftdeep, wären wir mal direkt auf Giftdeep gegangen. Ich glaube, Giftdeep hätte Nico Robin getwittet. Wenn es speziell defensiv ist. Wenn es speziell defensiv ist, können wir es auch one-hitten, Freunde. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, dass ich euch beim ersten Ultra-Sonne-Ultra-Mondkampf einfach einen richtig spannenden Kampf zeigen kann. So. Wir gehen auf Giftdeep. Er hat keine Beere. Und das one-hitted nicht. Und wir kriegen... Oh, wir kriegen das Gift. Er wird uns jetzt mit der... Die ist vierfach effektiv, Freunde. Die killt uns. Aber das Gift wird ihn jetzt selber... Okay, deswegen, Fokuscode wäre so sinnvoll gewesen. Ja, ich habe erst gesagt, lass uns auf Gradiras einen Fokuscode packen. Oder die Prunosphäre. Und dann hat er gesagt, okay, Fokuscode. Naja, weil Gradiras tankt eigentlich viel aus. Es kommen vierfache Attacken. Oh, es tankt es noch. So. Soll ich mir mit Disco-Kugel den... Ah, jetzt habe ich sein Team nicht notiert. Soll ich mir mit unserer Disco-Kugel den Bestien-Boost abstauern? Mit, oh, ich... Keine Ahnung, wie das heißt. Ihr wisst, welches Pokémon ich meine. Mit der Ultra-Bestie. Oder soll ich vielleicht mit Tohaido mir den Temposchub holen? Nee, ich habe sein Team nicht gescreenshottet. Ah, fuck. Das Ding könnte halt immer noch einen Walschall oder sowas tragen. Das Ding könnte halt wirklich immer noch einen Walschall tragen. Sollen wir mit Tohaido rein und auf Schutzschild einfach mal gehen, Freunde? Wenn es drin bleibt, wird es durch ein Gift sterben. Wenn er rauswechselt, sind wir auf plus 1 Init. Und wenn ich die Tarnsche legen, kann es halt auch nicht mehr reinkommen. Das ist jetzt die Frage, was machen wir? Wir können aber auch einfach in Fidget Spinner gehen und auf Temporeep drücken. Oder in Bugs Bunny in unser Grabbit und auf Ruckzuckgib drücken. Ah, ich weiß nicht. Das ist schwer. Das ist echt schwer. Wir gehen in Fidget Spinner, Freunde, drücken auf Temporeep. Er ist auf 1 KP oder 2 KP, aber so, ich denke, das reicht. Ich denke wirklich, das reicht. Wenn das jetzt nicht reicht, dann rest in peace, Zelos, dann könnt ihr alle rest... Ich hab den Tempo, ich dachte, ich hab den Temporeep nicht. So, das dürfte reichen. Auch wenn wir nicht den Technik haben, Freunde, das muss reichen. Das muss. Er könnte es natürlich jetzt predikten mit seinem Geist-Pokémon, aber was... Er predigt den Tempo-Eb, ne? Landturen, okay. Landturen, Freunde, können wir vergiften mit Toxin. Und dafür ist das Toxin da. So, Tempo-Eb macht natürlich nichts. Aber wozu haben wir Toxin, wenn nicht gegen seine Landturen? Weil Landturen ist speziell defensiv wirklich, wirklich stark. Und ich denke mal, dass... Also ich werde jetzt regelmäßig mindestens ein Ultra-Sonne-Ultra-Mond-Zuschauerkampf in der Woche bringen, Freunde. Morgen haben wir Sonntag, morgen kommt keiner, aber nächste Woche kommen die wieder. Wer sich wundert, genau, heute kommt kein NPBL-Spieler. Ich denke mal, dass dieses Video heute am Samstag kommt, weil NPBL ist Pause. Also eine Woche hatten wir eine Winterpause und deswegen kommt heute statt dem NPBL-Kampf dieser Zuschauerkampf, den ihr hier so gerade seht, Freunde. Also nur, falls sich der ein oder andere wundert, warum dieser Kampf dann kommt und nicht der NPBL-Spieler. So, morgen wird wahrscheinlich kein Video mehr kommen, deswegen... Es geht dann... Nein! Das gibt's nicht. Freunde, das gibt's nicht! Toxin auf diesem Pokémon ist so wichtig gewesen. Ach, das wäre so wichtig gewesen. Was ich sagen wollte, ich wünsche euch jetzt schon mal einen guten Rutsch, falls man sich nicht mehr sieht. Also ich denke mal, morgen wird kein Video kommen. Deswegen würde ich sagen, wünsche ich euch jetzt schon mal einen guten Rutsch. Rutsch nicht zu tief, Freunde. So, was machen wir jetzt? So, Necrozma ist sowas von obvious. Aber er wird, denke ich mal, deswegen auf die U-Turn gehen. Necrozma ist obvious, ja. Aber er wird auf U-Turn gehen. Er drückt jetzt hier nicht auf einen High-Jump-Kick. Never. So. Können wir jetzt aufs Toxin gehen? Nee, dann kommt Stalobo rein, ne? Aber Stalobo mit Tempo-Heap. Ich glaube, wir können... Freunde, sollen wir mal den Ballsy-Play machen und jetzt aufs Toxin gehen? Oder gehen wir auf den Nahkampf? Freunde, wir gehen aufs Toxin. Er wird auf U-Turn drücken. Ich treffe Abschlag. Aber das ist okay, das ist okay. Wir verlieren zwar die Überreste, aber mit Toxin triff. Alles klar. Alles klar. So, Freunde, wir drücken jetzt... Wir drücken jetzt auf den Nahkampf. Ich denke mal, jetzt wird er mit U-Turn rauswechseln. Er ruft so zurück. Wir gehen auf Nahkampf. Holt wahrscheinlich sein... Das ist sein... Okay, okay, okay. Ja, das ist nicht gut, Freunde. Jetzt kriegen wir den Drop. Ah, das ist nicht gut. Egal, damit steht es 5-5. Wir missen zweimal das fucking Toxin.
Einmal hätten wir es auf Lampton gehabt und einmal auf Mienschau. Und bei beiden wäre das Toxin halt wirklich gut gewesen. Aber was soll's, Freunde? Das ist Pokémon und so fängt es halt schon mal gut an. Ich denke auch, ich werde mit diesem Team mindestens 2, maximal 3 Kämpfe machen. Und danach wird dann ein neues Team getestet. Könnt mir gerne Vorschläge in die Kommentare schreiben, über welches Pokémon ich ein Team bauen soll. Irgendein neues Pokémon könnt ihr mir, wie gesagt, gerne in die Kommentare schreiben. So, er geht jetzt in Staloboar. So. Er hat den Tempo-Hip gesehen, aber ich bin auf minus 1. Ich muss raus, Freunde. Ich muss jetzt in Necrozma. Kann Necrozma irgendwas gegen Staloboar? Nein. Ich bin eigentlich Setup-Forder. Ich habe als einzigen Angriff-Move den Photonen Geysir, wenn das richtig ausgesprochen ist. Wahrscheinlich nicht. Das ist halt die neue Psycho-Attacke, Freunde, die so wie Erdbeben ist, nur als Spezialattacke und nur als Psycho-Attacke. Ohne zusätzlichen Infekt. So, ich kann eigentlich nicht in Necrozma gehen. Weil ich bin, wie gesagt, einfach Setup-Forder für ihn, aber er kann jetzt auch einfach auf... Soll ich in Necrozma gehen und hoffen, dass er nicht Schwertanz-Set ist? Obwohl, wenn er Schwertanz-Set ist, kann ich ihn halt mit Disco-Kugel mit dem Feuersturm rausnehmen. Ne, wir haben den Flammenwurf, nicht den Feuersturm. Dann könnte ich ihn halt rausnehmen. Das heißt, dass wir eigentlich jetzt in Necrozma gehen und die Tarnschiene legen. Ich weiß nicht, ob es gut war. Kann natürlich auch sein, dass jetzt einfach nur die Tarnschiene von ihm kommen. Aber ich denke mal... Erdbeben. Okay, er bleibt safe. Geht auf safe. Weil wir sind physisch defensiv, Freunde. Das dürfte nicht so viel Schaden machen. Nein. Ist das Walbert? Ich glaube nicht. So, auch hier tragen wir die Überreste drauf. Und jetzt lege ich erstmal safe die Tarnsteine. Er wird wahrscheinlich rauswechseln. Und ja, sieht doch bis jetzt sehr spannend aus, Freunde. Wir haben einmal das Toxin bekommen, was sehr lucky für uns war. Und er hat zweimal... Auf zurück, perfekt. Zweimal das Toxin... Also ich habe zweimal das Toxin missbekommen, was auch sehr lucky für ihn war. So, er geht jetzt nochmal zurück in sein Akaino. Und dieses Pokémon ist ein Problem, Freunde. Dieses Pokémon ist verdammt nochmal ein Problem, denn es hat halt den Bestienboost. Und ja, eigentlich dürfen wir ihm den Bestienboost nicht geben. Weil ich denke mal, das ist Scarf. Ich denke mal, er ist Scarf. Das heißt, wir würden in Speedtight kommen mit unserer Disco-Kugel. Ich schau mal, ob wir... Sind wir Modest oder... Ich denke mal, wir sind Scheu. 174 Init ist, glaube ich, Scheu. Ja, von der Trickbetrug, Explosion, Flammenwurf und Spukball. Ein cooles Set, wie ich finde. Das Problem ist, wir geben ihm jetzt den Boost, wenn wir rauswechseln. Aber Outspeeded to Hideout plus... Ich muss raus, Freunde. Ich muss raus. Das ist safe, ja. Ich muss hier auf jeden Fall raus mit Necrozma. Fragt sich nur, in welches Pokémon ich hier gehe. Soll ich in Bunny gehen? Es ist sowieso down. Oder gehe ich jetzt in Tohido? Tohido resistet beide Stats, Freunde. Tohido würde beide Stats resisten. Ich könnte auf ein... Naja, das Problem ist, er wird mich mit 2 Spukbälle oder 2 Flammenwürfe, was er drauf hat, killen. Das Problem. Weil, ja, Tohido ist eine Glaskanone, wisst ihr selber. So, ich kann nicht in Fidget Spinner gehen, ich kann auch nichts da. Ich denke mal, brauchen wir unser... Nicht unbedingt, ne? Das heißt, wir gehen jetzt in... haben wir die Zeit noch? Ja, wir haben die Zeit noch. Wir gehen jetzt in Bunny, opfern es, Freunde. Und dann sehen wir, in welcher Attacke er sich lockt. Wenn es die Feuerattacke ist, gehe ich selber in meine Disco-Kugel und hau dann, glaube ich, erstmal einen Spukball raus. Es ist der Spukball, den Resist... Oh, ne, den Immunisieren. Genau, das war das, Freunde, was ich am Anfang machen wollte. Die, ja... Oh, gerade verschluckt an meiner eigenen Spucke. So, den Shadow Ball immunisieren. So, jetzt wissen wir, wenn er drin bleibt, ist er nicht Scarf. Wenn er rauswechselt, ist er Scarf. So. Und ich glaube, wenn er drin bleibt, killt er uns sowieso. Wenn er rauswechselt, wird er, denke ich mal, in Landturm oder in sein Pflanze-Kampf-Pokémon gehen. Das heißt, dass wir eigentlich auf Ice Heap drücken können. Aber wir sind Bandit, ne? Sollen wir direkt auf den Gigastoß gehen, Freunde? Sollen wir, weil es lustig ist, einfach auf den Gigastoß gehen? Aber wir sind Bandit. Das... Was machen wir? Predikten wir sein Pflanze-Kampf-Pokémon, die Vorentwicklung von... Ja, ihr wisst, welches Pokémon ich meine.
Oder predikten wir sein Landturm und gehen aufs Erdbeben? Er ist vorhin in Grebbit in Landturm gewechselt, richtig? Ist er in Grebbit mit Landturm gewechselt? Ja, ich glaube schon. Ich gehe safe aufs Erdbeben, Freunde. Er ruft zurück, ist Scarf. Bitte jetzt nicht in seinen... Nein, nein, das Pokémon wollten wir predikten. Genau dieses Pokémon wollte ich predikten, Freunde. Mann. Aber es ist gut, dass wir haben die Tarnstelle draußen und er nicht. So, wir sind banned. Schaut euch mal diesen Schaden jetzt bitte an. Es wird physisch-defensiv sein, aber es macht extrem guten Schaden. So. Und ich glaube, jetzt wird er nachkalken und sehen, wir sind banned. Das heißt, wir gehen jetzt zurück in die Cosma. Dagegen macht er nichts. Und dann können wir safe auf die Psycho-Attacke gehen, denn ich glaube, er hat kein Unlicht-Pokémon dabei. Ich muss mir, glaube ich, nochmal sein Team, glaube ich, anschauen. Aber ich glaube, er kann es natürlich jetzt predikten, dass wir in die Cosma gehen. Ist sehr, sehr obvious, dass wir jetzt in die Cosma gehen. Aber es sieht wirklich nicht mehr so schlecht aus wie am Anfang für uns. Oh, ich brauche erstmal einen Schluck. Jetzt sehen wir, predikt er denn den Cosma oder bleibt er drin und bleibt safe? Na gut, er macht ein Middle Ground Play. Egelsam war das Beste, was er hätte machen können. Und ja, können wir frei auf eine Psycho-Attacke gehen, ist die Frage. Können wir das machen? Dass er rauswechselt, ist klar. Aber in was? In was würde Felinara ist down, Freunde? Das heißt... Lass uns mal sein Team anschauen. In welches Pokémon könnte er gehen? In Landturm wäre eine Option. Oder in Stahlober. Das wären die einzigen Optionen. Habe ich gegen beide Pokémon ein besseres Pokémon, was ich jetzt reinwechseln könnte? Stahlober oder Landturm? Ich erst vorhin in Fidget Spin, also in Landturm gegangen, wo ich mit Capoeira drin war und nicht, wo ich mit Grebbit drin war. Was habe ich gesagt? Stahlober oder Landturm? Stahlober oder Landturm? Ja, ich glaube, ich bleib drin, drück auf die Psycho-Attacke und gehe dann auf Mondschein. Ich kann auch wieder Gedanken gut gehen. Aber ich drücke jetzt einfach mal auf die Psycho-Attacke. Schau mal, wie viel Damage die macht. Er bleibt drin! Freunde, hat er unser Double Switch hier predicted? Hat er hier unseren Double Switch? Er geht auf Stachler. Er hat unseren Double Switch hier predicted. Puh, gut, dass wir drin geblieben sind. Ich hätte mich boosten können, ne? Ich hätte mich Tatsache boosten können. Ich hätte mich wirklich boosten können. Geht er jetzt auf die... Ich glaube, Freunde, dass er jetzt auf diese Schutzschild-Attacke geht. Ich glaube, Schutzstacheln oder sowas heißen die. Ich glaube wirklich, er wird jetzt draufgehen. Deswegen drücken wir jetzt auf den Gedankengut. Ich weiß nicht, ob es das bringt. Ich glaube, er wird jetzt auf diese Schutzschild-Attacke gehen. Ich glaube, Schutzstacheln heißen die. Er ruft zurück. Ah, ich hätte doch dann angreifen sollen. Er geht in Zorro. Das ist ein Stahlobor. Und das ist nicht gut. Aber Stahlobor hätte jetzt vielleicht... den Fokus gut gebrochen durch die Tarnstelle. Wer weiß, welches Item dieses Stahlobo hat. Scarf wird seine Ultra-Bestie sein, das wissen wir. Und wir sind jetzt auf plus 1. Ich hätte direkt auf Mondschein gehen müssen. Aber wir können halt nichts in Stahlobo reinwechseln, ne? Doch, Capoeira können wir eigentlich reinwechseln. Wir bringen es dann damit auf minus 1. Capoeira, glaube ich, brauche ich nicht mehr unbedingt. Und jetzt hat er seinen Fokus gut wieder. Ich Vollidiot. Ja. Kacke. Aber ich glaube, er wird jetzt safe bleiben und drin bleiben und auf Erdbeben drücken. Ich denke mal, dass jetzt Fidget Spinner ganz okay ist. Ja, wir gehen in Fidget Spinner, Freunde. Und drücken dann wahrscheinlich in Tempo Heap und dann das Toxin. So, Bedroher kommt. Das heißt, ein Erdbeben werden wir jetzt tanken. Er geht aufs Erdbeben. Erdbeben werden wir tanken. Auch wenn wir speziell defensiv sind, müssen wir wirklich das Erdbeben tanken. Ja. Ich hab's gesagt, Freunde, 6 KP, aber es war klar, so. Tempo, ja, jetzt die Frage. Predicted er mein Tempo-Heap? Und geht diesmal in sein Geist-Pokémon. Eigentlich möchte ich das predicten. Eigentlich möchte ich das jetzt predicten, dass er jetzt in sein Geist-Pokémon geht. Und deswegen drücken wir das Toxin, Freunde. Es kann natürlich ein Fail sein. Obwohl, wenn er... ich glaube, ich bleib hier safe mit Tempo-Heap. Predicted er, ja, ich weiß nicht, Freunde. 50-50. Entweder predicted mein Tempo, geht in sein Geist-Pokémon. Oder er bleibt drin und will einfach meinen Fidget-Spinner safe killen. Wenn er jetzt raus. Er ruft zurück. Ich hätte auf Toxin drücken müssen. Ja. Aber ich glaube, ich kill das Ding doch mit dem. Ja, Nahkampf killt es, Freunde. Nahkampf killt er. Alles gut. Nahkampf wird es killen. Ja. Das war's für Andy.
Damit steht es 5-4 für uns, aber wie gesagt, wir haben ein angeschwächtes Cribbit und ein angeschwächtes Capoeira. Also ich glaube, die beiden Pokémon werden gleich noch down gehen. Ja, ich bin gespannt, weil er hat jetzt keinen Switch mehr in den Erdbeben, ne, von Cribbit. Hat er nicht, hat er nicht. Also wenn er in Landton drin ist, ich Cribbit reinrufe, hat er keinen Switch in Erdbeben. Das ist das Problem von ihm. So, er geht jetzt in Zorro zurück, jetzt müssen wir auf Tempo drücken, Freunde, das müssen wir machen. Weil Capoeira ist in diesem Stand sowieso nicht mehr so wichtig. So, ich würde sagen, wir gehen auf Tempo-Heap. Ja, ich wollte gerade sagen, brechen die Robustheit bis in den Fokus-Code, aber... Nicht schlecht, nicht schlecht. Guter Zug von Luis, hier die Tarnstein nochmal wegzukriegen. Guter Zug hier von Luis, weil er kann halt immer noch gewinnen mit seiner Ultra-Bestie, wenn er den Boost bekommt. Ja, da muss ich aufpassen. Freunde, da muss ich höllisch vor aufpassen. Ich könnte jetzt in High gehen und auf Schutzschild gehen. Also er hat noch Landturm, Disco-Kugel, Stalobor und ein Pokémon, was mir nicht einfällt. Oder drücke ich einfach selber mal den Flammenwurf mit Disco-Kugel? Nee, ich glaube, ich bringe die Tarnsteine wieder mit den Cosma rein. Oder komm, ich gehe jetzt in High und drücke auf Schutzschild. Aber er hat halt... Wenn ich in High gehe, soll ich in Double Switch in... Nein. Oh, das ist das Ding. Wenn ich jetzt in Torhido gehe, kann er halt safe in Landung gehen, Freunde. Und dann kann er halt safe auf den Voltwechsel drücken, aber ich habe noch Cribbit. Wenn ich aber jetzt in Disco-Kugel gehe, ich mich auf die Feuerattacke gehe, kann er halt auch in Safe in Landturm gehen. Und ich glaube, der Spukball würde Stalobor nicht killen. Das ist das Problem, was ich gerade habe. Ich glaube, deswegen gehe ich... Nee, ich gehe nicht in eine... Brauche ich eine Cosma noch? Er hat mir einen Schau noch. Ich brauche einen Cosma noch, ja. Er hat mir einen Schau, aber das wird nicht Scarf sein. Ach, scheiße. Ich muss in High gehen. Ich gehe in High und drücke jetzt erstmal auf Schutzschild. Ja, shit, er hat jetzt die Stachler draußen und das ist nicht gut. Er hat die Stachler rausbekommen. Drücke ich auf Schutzschild, dann auf die Finsteraura. Ich weiß nicht. Oder bleibt. Erdbeben wird uns killen, Freunde. Ich muss auf Schutzschild gehen. Er wird in Landung gehen. Ja, ich hätte es predicten müssen. Und dieses Ding, Freunde, dieses Ding wäre jetzt eigentlich vergiftet, ja? Dieses Ding wäre jetzt vergiftet. Ja, wir gehen auf Finsteraura, weil ich predikte, dass er jetzt Grabbit prediktet und nicht auf die Elektrozacke geht, Freunde. Ich predikte das jetzt einfach. Geh auf die Finsteraura und ich hoffe, dass wir hier richtig liegen. Ich glaube, er wird auf Siedewasser gehen. Das macht guten Schaden, Freunde. Er wird auf Siedewasser gehen. Er geht auf Siedewasser. Perfekt, perfekt, perfekt. Perfekt, perfekt. Bitte kein Burn, bitte kein Burn, bitte kein... Mann, es kann nicht sein! Jetzt überleben wir das zweite Siedewasser nicht mehr! Zweimal Toximis, Siedewasser direkt Burn, das ist Kacke. Das ist wirklich Kacke. Brauchen wir Torhido noch? Brauchen wir Torhido noch? Nicht mehr unbedingt, ne? Nee, nicht mehr unbedingt. Wen auf Finsteraura, Freunde. Versuchen ihn zu flinchen. Wir können natürlich. Flinch wäre jetzt wirklich ausgleichende Gerechtigkeit, Freunde. Flinch wäre so gerecht. Ein Flinch wäre so gerecht. Pokémon Gott ist heute nicht bei uns, Freunde. Pokémon Gott ist heute nicht bei uns. So. Ich muss überlegen. Jetzt kann ich eigentlich free auf Erdbeben gehen. So. Er verliert dann ein Pokémon. Ich verliere aber dann wieder ein Pokémon. Ah. Oder soll ich mir jetzt den Boost mit Spukball holen? Kann ich mir den Boost jetzt... Mir ein Show resistet kein Spukball, ne? Könnte aber noch den Fokusgurt haben, Freunde. Mir ein Show resistet auf plus 1. Reicht? Ich guck mal ganz kurz nach. Also ich kalk jetzt nicht, aber ich guck mal, ob mir ein Show den Spukball... Aber das müsste nicht sein. Ich glaube, Spukball trifft es normal. Und ich glaube, dass wir ihn jetzt sweepen können. Aber ich bin mir nicht sicher. Wie Schuh. So, können wir in die Disco-Kugel reingehen? Auf Spukball gehen, kriegen wir den Bestien-Boost, Freunde. So.
Ich glaube, Spuckball trifft ein Kampf-Pokémon normal effektiv, oder? Manchmal blicke ich da nicht durch. Manchmal vergesse ich das irgendwie, obwohl ich schon... Geist ist normal effektiv. Auf plus 1 müsste das killen. Das heißt, wir gehen jetzt in Duskokugel, Freunde, und gehen auf den Spuckball. Und hoffentlich kriegen wir dann den besten Boost im Spezialangriff, ja. Das Ding ist halt, es wird halt auf Speedtail ankommen. Wir sind wahrscheinlich scheu. Sind wir scheu? Da muss... Ich glaube, das Speedtail gewinnt dann jetzt den Kampf, Freunde. So, wie heißt das Pokémon nochmal? Koplosio, genau, Freunde. So, er muss... Ja, das Ding ist halt, er muss jetzt auf Speedtail gehen. Wir haben, was habe ich gesagt, 178 Spukball wird... Das wird killen, oder? Ja. So. Wir kriegen hoffentlich im Spezialangriff den Boost. Kriegen wir. So, Freunde, und jetzt kommt es drauf an. Jetzt, er muss in Koplosio gehen. Er kann in Wishu, wird nicht Arcanus Koplosio. Und jetzt kommt aufs... Wir sind, glaube ich, scheu. Er muss auf Speedtail gehen, Freunde. Wer dieses Speedtail jetzt gewinnt, gewinnt diesen Kampf. Auch wenn es gerade 3-3 steht. Das ist halt dann gewonnen. Ich glaube, ich muss diesen Speedtail. Haben wir... Ja, Freunde, wir sind scheu. Wir sind scheu. So. Oh Gott. Ja, Freunde. Wer diesen Speedtail gewinnt, gewinnt den Kampf. Ich kann jetzt schon mal GG sagen, Freunde. Jetzt kommt auf Speedtail an. Bitte lass uns einmal Glück haben. Ja! Ja, wir haben... Freunde, wir... Oder er war modest. Oder er ist Sash. Oh Gott. Oh Gott, Freunde. Er war wahrscheinlich... Vielleicht war er modest. Luis, schreib's mir mal in die Kommentare. Du schaust den Kampf ja sicherlich nochmal an. Oh Gott, Freunde, das war's. GG an Luis. Das müsste es, glaube ich, gewesen sein. Außer Wishu trägt den Sash. Aber ich glaube, dann wäre er lieber in Wishu gegangen. Jetzt geht er in Sanji zurück. Ja, er geht jetzt in Wishu. Okay, mir ist gar nicht aufgefallen. Er hat seine ganzen Pokémon nach One Piece Charakteren benannt. Eines meiner Lieblingsanimes, Freunde. One Piece, Dragon Ball, Naruto, Boruto, Fairy Tail. Das sind so gute Animes. So, und Wishu hat keinen Sash. Das heißt, das wird jetzt ein Koplosio, ein Disco-Kugel-Sweep. Und ja, Freunde, wie gesagt, er war wahrscheinlich scheu Walcher, weil das ist mal das typische Set von Koplosio. Es scheu mit dem Walcher zu spielen. Und ja, der Kampf lief dann einfach auf das Speedtail hinaus. Wer das Speedtail gewinnt, gewinnt den Kampf. Und ja, Freunde, diesmal wirklich war der Pokémon-Gott auf unserer Seite. Die ganze Zeit lief es halt nicht so gut. Und diesmal, es hat geklappt. Und ja, GG an Luis, Freunde. Ja, mich würde es freuen, wenn ihr definitiv einen Daumen nach oben da lasst. Ja, auf jeden Fall, keine Ahnung, abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt, Freunde. Wenn ihr gegen mich battlen wollt, ich werde die Tage wieder nachfragen. Twitter abchecken, Discord abchecken, bei beiden Plattformen werde ich nach Battles fragen. Aber wie gesagt, folgt mir auf Twitter, folgt mir auf Discord, am besten bei beiden, dann habt ihr die doppelte Chance und verpasst keinen Post oder Tweet mehr von mir. Ich würde sagen, ja, wir speichern einfach mal das Kampfvideo fürs Thumbnail. Damit bin ich raus, Freunde, haut rein, bis dann und ciao.